Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim, zu einem weiteren Zlog vom Zwergenfürst. Ich hatte heute mal wieder was in der Post, das ich jetzt für euch ja, in einem Unboxing auspacken werde. Ich würde mal sagen, los geht's direkt. Ich glaube, der Brief ist hier eher unwichtig. Kriege ich auch gerade nicht auf, brauche ich meinen Brieföffner für. Wichtig ist jetzt das hier. Da ist eine Bestellung angekommen. Packe ich gleich mal aus. Habe ich mir letztens was bestellt? Im Internet. Ich denke, es ist ganz interessant. Oh, das nennt sich dann wohl Quittung. Aber das Wesentliche ist, eine Mütze. Eglardrim steht da drauf. Könnte man als Fan-Merch bezeichnen. Ich hab's eher nur so als Sache für mich gedacht. Kann man eigentlich mal aufsetzen. Ich hoffe, es passt. Schwarz mit braunem Bedruck. Ich hoffe, das ist in der Kamera jetzt nicht scheiße. Die Inschrift ist ein bisschen instabil, würde ich sagen. Ich hoffe, das geht nicht kaputt dadurch. Ich denke, das kann man tragen. Ja. Ja, seht ihr das? Das ist hier so an einigen Stellen ein bisschen knittrig. Da habe ich Sorgen drum, dass das sich irgendwann ziemlich bald abblättert. Das ist auch hier nicht irgendwie durchgestickt oder sowas. Das ist halt nur leicht aufgedruckt. Und bei dem Stoff, das ist richtig guter Mützstoff, habe ich so meine Bedenken. Aber mal sehen, wie das hat, wenn das mal ein bisschen getragen wird. Ja. Für das Geld, Preis-Leistungs-Verhältnis, weiß ich nicht. Mein T-Shirt, was ich mir mal dort besorgt habe, was ich mir dort gekauft hat, hat es gehalten. Deshalb, ja, nicht so voreilig sagen. Ja, mal sehen, was mit der Mütze wird. Ich bin erstmal froh, dass sie da ist. Ja, dann würde ich mal sagen, habt noch eine angenehme festliche Zeit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Auspack-Video Unboxing gefallen. Schreibt was in die Kommentare. Gehabt euch wohl.